Heute stelle ich dir unseren neuen Aktienrobot vor, der direkt auf TradingView läuft. In den letzten Wochen habe ich dir ja bereits gezeigt, wie man diesen über Webhooks mit Interactive Brokers verbindet. Heute erfährst du, wie der Bot funktioniert und wie du ihn optimal anwendest. Los geht's! Willkommen bei Kaspareit Trading, ich bin Alex. Auf diesem Kanal, da teile ich eine Vielzahl von Ideen und Strategien rund um das Thema Trading. Sieh diese Strategien und Möglichkeiten bitte als Anregung. Wichtig ist mir, dass du verstehst, dass nicht alles das, was ich hier bespreche, auch direkt von mir genutzt wird. Bevor du echtes Geld einsetzt, beschäftige dich grundsätzlich mit den Inhalten und teste alles auf einem Demokonto. Der Fokus bei diesem Kanal, der liegt auf reproduzierbaren Strategien, die zum Teil auch mit Trading Robots automatisiert sind. Bitte unterstütze mich, indem du einen Like hinterlässt und mich abonnierst, damit dieser Kanal auch weiter wachsen kann. Vielen Dank. Überblick über den Aktienrobot. Werfen wir einen Blick in unseren Aktienrobot. Dieser Bot nutzt die Markttechnik, um Trends im Aktienmarkt zu erkennen. Er analysiert die Preisbewegung und Marktbedingungen genau, um die besten Einstiegspunkte in laufende Trends zu identifizieren. Das Ziel ist es, konsistente Handelsentscheidungen zu treffen und die Chancen optimal zu nutzen. Die Parameter. Unsere Strategie benötigt einige Filter, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese kannst du nach Belieben anpassen, je nachdem auf welchem Basiswert der Bot läuft und auf welchem Timeframe du handeln möchtest. Obwohl der Bot ursprünglich für Aktien entwickelt wurde, kann er auch für Forex, CFDs oder Futures eingesetzt werden. 2 Donkey Channel. Einer für den Einstieg und einer für den Stop-Loss. 2 Supertrends. Einer dient als Einstiegsfilter und der andere für das Trailing. Flexible Trailing-Option. Du kannst festlegen, ob das Trailing durchgängig erfolgen soll, nur bis Break-Even oder erst ab Break-Even. Das bietet mehr Flexibilität. Person Range Indikator. Zeigt die notwendige Korrektur an, bevor der nächste Trade erlaubt ist. 2 EMA-Filter. Diese geben Auskunft über den übergeordneten Trend. Long- und Short-Option. Du kannst wählen, ob Long- und Short-Trades erlaubt sind oder nur eine Richtung. Gerade bei Aktien bevorzugen viele nur Long-Trades, aber auch Shorten ist möglich. Stop-Loss und Gewinnziel. Der Stop-Loss basiert auf dem Donkey-Channel und das Gewinnziel kann nach dem Chancen-Risiko-Verhältnis festgelegt werden. Verbergen von Stop-Loss und Gewinnzielen. Du kannst den Stop-Loss und das Gewinnziel auf dem Chart ausblenden. Und Eingrenzung des Backtest-Zeitraums. Der Zeitraum des Backtests kann eingegrenzt werden. Wie kann das Strategieskript angewendet werden? Für kurzfristige Ziele, also für aktiven Handel mit festen CAV-Zielen und für langfristige Ziele, sozusagen Trade and Hold. Für den aktiven Handel mit kurzfristigen Zielen, da kannst du den Bot auf deiner bevorzugten Aktie anwenden und einen Timeframe zwischen M5 und H4 wählen. Schauen wir uns die Nvidia-Aktie an. Der Bot, der läuft hier auf dem H1 Timeframe und der Backtest, der reicht bis in das Jahr 2014 zurück. Momentan gibt es kein aktives Money Management, ich habe hier pauschal 100 Aktien eingetragen. Seit Beginn des Backtests hat diese Aktie etwa 82% Gewinn bei einem Drawdown von 7,15 erzielt mit einem sehr guten Profitfaktor von 5,3. Wechsle ich nun auf den M15 Timeframe, dann sehen wir, dass dieselben Einstellungen ebenfalls gut funktionieren. Seit Dezember 2021 hat der Bot einen Gewinn von 70% bei einem Drawdown von 5,3% erwirtschaftet. Auf dem M5-Timeframe ohne Anpassung der Setfile, da erreicht der Bot seit November 2023 einen Gewinn von 82%. Natürlich performen nicht alle Aktien so gut wie Nvidia, aber eine ausgewogene Mischung aus etwa 10 Aktien kann solide Ergebnisse liefern. Klar, wenn du 100% nur in Nvidia gesteckt hättest, dann wäre dein Gewinn deutlich höher gewesen. Aber Trading hat nichts mit Hop oder Top zu tun. Wir riskieren immer nur einen kleinen Teil unseres Kapitals. Dieser Backtest beinhaltet bereits Gebühren und Slippages. Der Algorithmus, der zeichnet die Trades präzise ein, keine subjektiven Eingriffe. Allerdings bleibt es ein Backtest und zukünftige Gewinne sind nicht garantiert. Das sollte jedem klar sein. Langfristige Ziele. Wenn du die Aktie nicht aktiv handeln möchtest, sondern sie langfristig halten willst, aber nur solange sie im Gewinn ist, dann kann dir der Bot ebenfalls helfen. Anstatt wie ein klassischer Buy-and-Hold-Investor einfach zu halten, sorgt der Bot dafür, dass du nur im Markt bleibst, solange die Position auch im Gewinn ist. Schwieriger als das Halten ist der Einstieg, den übernimmt der Bot für dich auf einem kleineren Timeframe. Falls die Aktie ausgestoppt wird, dann versucht der Bot es bei der nächsten Gelegenheit erneut. Läuft die Aktie im Gewinn, dann bleibt der Trade offen. Der Bot sichert die Position bis zum Break-Even, danach entscheidest du, ob du weiter trailen oder die Aktie einfach liegen lassen möchtest. Dies ist eine sehr entspannte Möglichkeit, sich ein langfristiges Depot aufzubauen, ohne dabei große Risiken einzugehen. In unserem Beispiel, der Bot benötigt 2 Anläufe, um langfristig im Trade zu bleiben. Der Verlust bei den 2 Versuchen lag bei nur $78, mit Gebühren waren es $83. Der Einstiegspreis, der lag bei etwa $42 und heute steht die Aktie bei $133. Seit dem Einstieg am 1. November 2023, da beträgt der Gewinn etwa $9.100 bei lediglich $83 Kosten und $4.200 blockiertem Kapital.
Hinweis: Der Aktienbot ist derzeitig ausschließlich für Premium-Mitglieder verfügbar. Neben dem Aktienbot erhältst du im Premium-Paket Zugriff auf 5 weitere Roboter für den automatisierten Handel auf der MT5-Plattform. Zusätzlich beinhaltet die Mitgliedschaft Zugang zu unserem Discord-Server, einem Forum sowie regelmäßigen Webinaren. So bist du immer bestens informiert und kannst dich mit anderen Tradern austauschen. Die richtigen Aktien. Der Bot funktioniert auf vielen verschiedenen Aktien und Märkten erstaunlich gut, ohne dass die Einstellungen angepasst werden müssen. Besonders gut performt er jedoch bei trendstarken Aktien. Wie du die richtigen Aktien vorfilterst, das zeige ich dir in einem der nächsten Videos. Hier ein paar Beispiele. Wichtig ist, dass die Aktie im Trend ist. Du solltest deine Auswahl gut durchdacht treffen. Wie du die richtigen Aktien findest, das schauen wir uns in einem der nächsten Videos genauer an, wie eben schon gesagt. Abonnier unbedingt diesen Kanal, damit du nichts verpasst. Wie du TradingView mit Interactive Brokers verbindest, das habe ich ja bereits in einem früheren Video gezeigt, das am Ende dieses Videos nochmal verlinkt ist. Hinterlass mir gerne einen Kommentar mit deinen Fragen und gib mir einen Daumen hoch, wenn dich dieses Thema interessiert. Ich hoffe, du konntest aus diesem Inhalt wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Wenn du jemanden kennst, dem dieses Video ebenfalls helfen könnte, zögere nicht, es zu teilen. Ich wünsche dir eine fantastische Woche und freue mich schon aufs nächste Video. Bis dahin.